Halbfinale im Berliner Pokal. Tennis Borussia Berlin aus der Regionalliga empfängt Viktoria Berlin aus der U19 Bundesliga. Die Gastgeber zuletzt gegen Erzgebirge Aue 1:3 verloren und die Gäste profitieren noch von einem 4:1 Sieg gegen Werder Bremen. Wir starten in diese Partie. Viktoria Berlin in Rot-Schwarz. Die Flanke von Kaan Horatachi und Tiberius Jakob. 1:0 nach 10 Minuten. Erstes Tor für den 18-jährigen Mittelfeldspieler. Der Pass von Barbarossa Jochum auf Kaan Horatachi. Tolle Flanke. Und Tiberius Jakob mit dem tollen Kopfball. Freistoß für die Gäste. Dirin Mehmet Günay. 10 Tore hat er schon. Top-Torschütze in Viktoria Berlin. Aufs 11. muss er noch warten. Keine 20 Minuten gespielt. Jetzt mal die Gastgeber mit Salomao Nafilo. Ah, der bleibt hartnäckig gegen Mesa Mohamed. Bedient Dominik Kani. Kani! Fast mit dem Ausgleich hier, Dominik Kani. Wenn nicht die Schulter von Mladen Cetovic so stark gewesen wäre. Jetzt Augen auf den Torwart Maximilian Kinzig. Lang und weit, bringt mit Sicherheit einen guten Torschuss von Günay. Riecht weiterhin am 11. Saisontor, Dirin Günay. Wir sehen einen offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen. Eine davon hier, Dominik Kani. 43. Spielminute, die Gastgeber drängen weiter auf den Ausgleich mit Anton Levi Lubaki. Lubaki weiterhin am Ball, schön abgelegt auf Nafilo. Und der findet Kilian Dewald. Dewald, Ausgleich! Da hat sich Dewald richtig gut durchgesetzt zwischen Dünay und Jochum. Und wenn Maximilian Kinzig da gesprungen wäre, hätte er den Ausgleich vielleicht verhindern können. Zweite Hälfte, der Favorit im Zugzwang mit Günay. Und Bennett Kluge aus dem Rückraum. Der Ball nochmal richtig scharf gestellt und abgefälscht von Younes Anders. 66. Spielminute, das ist Luis Werner. Der versucht's mal aus der dritten Reihe mit einem Pfostenschuss. Und Achtung, jetzt wird's pikant. Der Auswechselspieler von Viktoria Berlin verursacht einen Elfmeter. Wie geht das denn? Das schauen wir uns nochmal ganz in Ruhe an. Der Ball jetzt vom Pfosten abgeprallt an den Fuß des Auswechselspielers. Der Ball aber noch im Spiel. Er greift somit ins laufende Spiel ein und verursacht damit einen Elfmeter. Der jetzt getreten von Fabian Herrmann. Und wie er den getreten hat, 2:1. Aber Wesner signalisiert, ruhig Jungs, die Sensation ist noch nicht geschafft. Von diesen Elfmeter und der Führung beflügelt. Tennis Borussia, jetzt mit Dominik Kani. Es ist nur eine der zahlreichen Chancen von Dominik Kani in diesem Spiel. Die Gäste mit wenig Wortmeldung und wenn, dann so eine Grätsche. Das hat natürlich die gelbe Karte zur Folge. Und weil gerade Ramadan ist, pfeift Schiedsrichter Philipp Gensch in der 70. Minute zur Fastenbrechpause. Einmal frische Energie geholt, Günay mit dem Freistoß und fast der Ausgleich für Viktoria Berlin. Kurz vor Schluss wird es nochmal heiß auf beiden Seiten. Dominik Kani alleine vor dem Tor gegen Kinzig. Und dann nochmal Kinzig mit einer Wahnsinnsparade und blitzschnellen Reflexen die Flanke nach vorne. Wieder lang und weit für Oleg Skakun. Und Wesner mit der Rettungstat. Das dann der Schlusspunkt in diesem packenden Finale. Tennis Borussia Berlin ringt Viktoria Berlin nieder und ist im Finale des Berliner Pokals.